Ich muss es jetzt mal sagen, ich bin genervt und ich bin stinksauer. Gestern hat die Regierung mit den Länderchefs beschlossen, den Lockdown nochmal zu verlängern bis Mitte März. Mein dreijähriger Sohn ist in den vergangenen 11 Monaten jetzt 6 ohne Betreuung, ohne Kita, ohne Kindergarten, praktisch ohne Kontakt zu Gleichaltrigen. Die Wirtschaft geht den Bach runter, das soziale Leben ist praktisch nicht mehr existent und die Kultur stirbt. Und der Politik fällt nichts weiter ein als Lockdown. Damit ich hier nicht in die falsche Ecke gestellt werde, ist SARS-CoV-2 ein gefährliches Mistviech? Ja. Müssen wir die Inzidenz drücken und die Infektionszahlen so klein wie möglich halten? Ja, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Mit allen Mitteln. Und genau das tun wir nicht. Verbote, mehr fällt den Regierenden nicht ein, obwohl andere Instrumente seit Ewigkeiten auf dem Tisch liegen. Cluster-Tracing zum Beispiel oder eine Tracking-App, die tatsächlich auch was bringt und zum Beispiel auch zur Rückwärtsverfolgung genutzt werden kann. Machen wir aber nicht wegen Datenschutz. Wir datenschützen uns zu Tode im wahrsten Sinne des Wortes. Was aber an erster Stelle ein wirklich mächtiges Instrument gegen die Pandemie sein könnte, sind Antigen-Schnelltests. Die gibt es seit Monaten, die sind in Studien erschöpfend überprüft und die funktionieren auch hervorragend als Selbsttest. Das Konzept dazu liegt auch längst vor. Jeder testet sich regelmäßig 2-mal die Woche. That's it. Damit entdecken wir unzählige Infektionen, auch die prä- und asymptomatischen, die jetzt lustig durch die Weltgeschichte rennen und andere anstecken, weil sie gar nicht wissen können, dass sie infiziert sind. Was ich der Politik vorwerfe, ist, dass es keine Strategie gibt, was wir, wenn wir denn wirklich wieder aufmachen, dann anders machen als nach dem letzten Lockdown. Damit wir im Mai nicht in den nächsten schlittern. Dazu braucht es doch Werkzeuge und eine breit angelegte, niederschwellige Teststrategie gehört da unbedingt dazu. Dazu müssten wir die Tests natürlich am besten kostenlos an alle verteilen. Im Vergleich zu den Milliardenhilfen, die wir im Moment zahlen, wären das aber Peanuts. Die Regierung ignoriert diese Strategie aber. Ausrede 1, falsche Sicherheit. Was Unfug ist, die Tests geben etwa mit 90%iger Genauigkeit an, ob man am Tag des Tests infektiös ist oder nicht. Im Gegensatz zu jetzt 0%. 90 statt 0%. Das ist keine falsche Sicherheit. Ausrede 2, es gibt nicht genügend Tests. Stimmt auch nicht. Die Lager sind voll, es gibt viele Hersteller mit guten Tests und die Produktion lässt sich viel einfacher hochskalieren als zum Beispiel beim Impfstoff. Man müsste halt mal bestellen. Ausrede 3, da fehlt noch was. Ja, und was fehlt? Eigentlich nur die Zulassung als Selbsttest. Bis jetzt darf die Tests nämlich eigentlich nur medizinisches Fachpersonal durchführen. Aber niemand braucht einen Arzt zum Nasepopeln. Das können wir selber. Die Freigabe erteilen dafür kann zum Beispiel der TÜV oder das BfArM. Das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte. Dauer des Freigabeprozesses so etwa ein Vierteljahr. Die ersten Anträge wurden eben eingereicht. Ernsthaft? Bundesregierung und Landesregierung erlassen ohne mit der Wimper zu zucken und am laufenden Band Verordnungen, die unsere alle Grundrechte massiv einschränken, an den Parlamenten vorbei. Wenn es aber darum geht, Instrumente freizugeben, die helfen können, diese Einschränkungen wieder aufzuheben, da warten wir auf den TÜV. Es geht um eine Textänderung in der Packungsbeilage. Das kann doch nicht wahr sein. Seit fast einem Jahr sind wir jetzt alle Passagiere auf einem Kahn namens MS Verbote. Und das ist kein Kreuzfahrtschiff. Das Unterhaltungsangebot ist unterirdisch. Der Wellnessbereich hat zu, die Gastronomie ist geschlossen. Nicht mal der verdammte Friseur hat auf. Wir sind eingeschlossen in unseren Kabinen und sehen aus dem Bullauge zu, wie der Kahn leckschlägt und zu allem Überfluss noch im Kreis fährt, weil der Kapitän nämlich seit Monaten über dem Steuer eingeschlafen ist. Weil er denkt, der Lockdown-Autopilot, der reicht schon. Wer nur Passagier ist, ohne den Kurs mitbestimmen zu können, steigt früher oder später aus. Wir wollen nicht nur Verbote vor den Latz geknallt bekommen. Wir wollen mithelfen, diese Pandemie zu bekämpfen. Aber dafür brauchen wir Werkzeuge. Wenn alle ein wenig mitpaddeln, bekommt man den schwersten Kahn auf Kurs. Liebe Regierung, kommt aus dem Knick. Gebt uns diese Paddel. Gebt zum Beispiel endlich die Schnelltests frei. Und zwar gestern.